Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seinem Wort am Sonntag. Da kommt sie gleich durchs Bild. Die 130 ist soweit fertig. Ja, hat mich einige Nerven gekostet. Was ich da jetzt alles noch anders gemacht habe, wie jetzt in der Jubiläumslok. Ich habe eigentlich gesagt, Jubiläumslok soll Standardumbauweise sein für das, was ich tue und lasse an den 130er, 131er von Pico. Nun, die 130er hat ja die Kennzeichenbeleuchtung, da musste ich da schon mal Änderungen vornehmen, weil die Kennzeichenbeleuchtung wollte ich Punkt 1 extra schalten und Punkt 2, da wo die Kennzeichenbeleuchtung ist, hatte ich ja bei der Jubiläumslok die LEDs hingemacht für die Motorraumbeleuchtung. Also musste ich da ein bisschen was ändern. Das habe ich auch getan. Ich habe die Motorraumbeleuchtung das erste Mal geschafft, ins Dach zu integrieren. Also die Motorraumbeleuchtung ist mit dem Dach drin. Ich kann die, also praktisch das Gehäuse abnehmen und habe Motorraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung von Prinzip her oben im Gehäuse drin. Kann das Gehäuse mit dem Stecker von der Lok trennen und habe das dann, wenn ich da irgendwas reparieren muss, abschmieren muss, keine Ahnung, das Gehäuse komplett weg. Was ich festgestellt habe bei dieser 130er, das sind ja wunderschöne Loks und auch filigran, und da ist ein ganz kleines Problem. Die Griffstangen für den Lokführer zum Scheibenputzen, wo man sich festhalten kann oder so. Beim Anfassen habe ich die so rumgedreht und bin mit dem Finger abgerutscht und die sind an den Seiten, ich weiß, ich glaube vorne auch nicht, aber an den Seiten auf jeden Fall, die gehen ja bis rum an die Seitenfenster und an den Seitenfenstern, da sind keine Löcher reingebohrt, wo die Stangen drin stecken, so wie jetzt die Griffstangen bei der 106 oder so, sondern die sind einfach nur oben aufs Gehäuse aufgeklebt und blub waren die ab. Und plupp ist da eine Ecke abgebrochen. Ich habe es, ich denke, ganz gut wieder reparieren können. Aber da muss man wirklich äußerst vorsichtig sein. So, und das war natürlich nicht die einzige Pleite. Diese Woche die größte Pleite war, dass mir seit langer, langer Zeit wieder mal ein Decoder hops gegangen ist. Also den habe ich auch gründlich geäxt. Muss ich mal so sagen. Und gut, jetzt kann ich drüber lachen, da konnte ich nicht lachen, weil es war wirklich meine eigene Blödheit. Tut mir leid, das so ernst sagen zu müssen, es war aber so. Also, ich glaube, das erkläre ich dann auch in dem Video, was ich noch über die 130er mache. Ich will euch ja auch zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe mir auch eine kleine Platine entworfen, wo die Steckverbindung drauf ist, wo gleich die Dioden mit drauf sind, oder nicht die Dioden. Die Widerstände, wie ich immer auf die Dioden komme, also die Widerstände drauf sind für die Beleuchtung, also Führerstandsbeleuchtung, die 2 und die Motorraumbeleuchtung, die Widerstände für das Spitzenlicht, was ich getrennt habe, das dritte Spitzenlicht habe ich ja getrennt, also jetzt aufblendbar. Eigentlich wäre es auch getrennt schaltbar, aber ich habe das nicht so eingerichtet, also ich habe dafür keinen Schalter hinterlegt in den F-Tasten. Also ich kann das Licht jetzt nicht ausmachen. Ich kann es auf- und abblenden, aber ich kann es nicht ausmachen. Macht ja keinen Sinn. Ich habe es einfach mit bei F0 hinterlegt und habe eine F-Taste zum Auf- und Abblenden oder zum Aufblenden, Abblenden, wie auch immer, hinterlegt. Also ich kann das jetzt nicht getrennt schalten. Das macht aber auch keinen Sinn, wie gesagt. Also das ist jetzt mal das soweit. Wie gesagt, Decoder kaputt. Darüber war ich nicht so richtig fertig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon so lange her, wo ich die letzten Decoder geäxt habe. Aber sowas passiert. Also wer nichts tut, dem nichts passiert. Und wenn der Decoder dann einmal in Rauch aufgegangen ist, ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm, weil sehr viele, also ESU ist das sehr tolerant. D&H war damals, also wo es noch auf D&H Spur war, war da auch Spur, nicht Spur im Sinne von Spurweite, sondern
Spur, Decoder, wisst schon. Ja, die waren da auch sehr tolerant. Aber ich weiß nicht, ob ich den ein zur Reparatur kann ich ihn sicher einschicken. Also reparieren tut die den. Muss mal horchen, was das kostet. Ist auf jeden Fall nur halb so teuer wie ein neuer. Denke ich mal, wenn er noch zu reparieren geht. Aber auf Kulanz kann ich das auf keinen Fall machen, weil es ist ein Plux 22 und ich habe die Füße abgemacht auf eine Plux 16 runter und ich glaube nicht, da hört dann, glaube ich, beim besten Hersteller dann auch langsam die Toleranz auf. Ja, ich könnte jetzt mal hinschreiben und fragen, aber vom Prinzip her, ja, es war wirklich meine eigene Dummheit. Na gut, jetzt habe ich so lange drüber geredet, das erkläre ich euch gleich. Also ich habe die Führerstandsbeleuchtung gemacht, das habe ich gemacht wie in der Pico Jubiläumslok mit den Drähten und den Leuchtdioden und so weiter und so fort. Und hatte die nicht so sonderlich gut abisoliert oder isoliert, abisoliert hört sich aber blöd an, nicht so gut isoliert, wie ich das hätte machen müssen. Ich habe einfach gedacht, der Lautsprecher geht dran vorbei. Die Kontakte von dem Lautsprecher gehen an den Kontakten. Hätte ich weit genug rumgebogen, dass das alles schön passt. Ja. Hat halt nicht gepasst. Gehäuse drauf gedrückt, da hat es einen kurzen Pup. Nicht Pep, nicht Pups, nicht Pep, Piep oder sonst irgendwas. So ganz, ganz komischen Lautsprecherton hat es gegeben. Nur so Pup. Was ist denn jetzt los? Ja, und dann ein Programmer angemacht, weil ich hatte sie auf meinem Programmierglas stehen, wollte sie dann programmieren, die Lichteinstellungen da programmieren und so. Und nichts ging mehr, kein Sound, kein Dings. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass vielleicht nur der Lautsprecher kaputt ist. Aber dann, wo ich gesehen habe, dass da auch kein Licht mehr geht, sie nicht mehr fährt, also nicht mehr ansprechbar ist, dieser Decoder, da habe ich mir dann gedacht, na gut, dann ist da mehr kaputt und nicht nur der Lautsprecher. Der Lautsprecher hat es komischerweise überlebt, der ist ganz, der ist noch drin, der funktioniert wunderbar. Aber der Decoder ist halt breit. So, das ist jetzt das. Also ihr seht, auch erfahreneren Lokumbauern passiert mal so ein Fauxpas. Das ist immer ärgerlich, das ist immer teuer. Und es tut immer weh. Und meistens hat man dann auch keinen zweiten Decoder da, so dass das Projekt dann erstmal wieder der Akta liegt. Ich hatte zum Glück noch einen da. Aber sonst normalerweise, wer hat schon großartig Decoder auf Vorrat? Ja, Gruß Gunter, Zwinkersmiley. Ich glaube, er weiß, was gemeint ist. Gut, ja, genau. Ich habe jetzt auch immer mal ein, zwei habe ich immer da. Also, wenn ich es mir leisten kann. Ist auch nicht jeden Monat so. Aber wenn ich es abzwacken kann, dann hole ich mir immer mal ein oder zwei Decoder und lege mir die hin. Ich bin jetzt wirklich dabei, die Großloks von Pico alle auf die Plux 22 Decoder umzustellen. Und die normalen Decoder, die ich da drin habe, die Mikro von ESU, die nehme ich dann für die anderen Loks, wo die 22er überhaupt nicht reinpassen. Und da brauche ich mir dann, weil die 22er sind halt preiswerter, die kriege ich zurzeit für 85 Euro, ein paar zerquetschte, also knapp 86 Euro. Und ja, die Mikro und jetzt die Nano, die neuen, die sind ja bedeutend teurer und deswegen rüste ich jetzt erstmal das um, mache mir da ein paar Mikros frei für die Loks, die noch nicht in Bearbeitung waren, wo die Decoder reinpassen. Also, so, ich glaube aber, jetzt habe ich langsam genug gequattelt hier, gell? Ihr seht, hier steht die nächste Lok für den Umbau, die mache ich jetzt noch. Da liegt auch schon der Decoder da dafür. Das ist die 231 der DR, also die Übergangsvariante, wo es noch Reichsbahn war, aber schon DB-Nummerierung. So, aber da ist
Ja, die mache ich auch wieder ein bisschen anders. Die wird sich anlehnen an die 130er, auch mit der Platine für die Beleuchtung und sowas. Das werde ich beibehalten. Ich glaube, das bewährt sich ganz gut. Aber wie ich das alles gemacht habe, kommt im anderen Video. So, ich glaube, jetzt habe ich euch hier aber wirklich lange genug ein Ohr abgekaut. Jetzt noch mal ganz kurz überlegen, fällt mir noch irgendwas ein? War noch was Wichtiges? Ich glaube nicht. Also, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, die Regenwolken, bei uns sind sie jetzt so langsam durchgezogen. Heute war es ziemlich durchwachsen, aber geregnet hat es heute nicht mehr. Gestern hat es bei uns noch geregnet und vorgestern. Und ja, heute scheint es wohl ein schöner Tag zu werden. Ich hoffe, bei euch auch. Muss ja nicht ganz so warm werden. 28 Grad, 25 Grad reichen ja. Ich bin eh ein Nordmensch, also mir reichen 15 Grad. Aber das war schon immer so. Also ich brauche keinen Sommer in dem Sinn. Nicht unbedingt, aber naja, der gehört nun mal mit zum Leben, gell? Also bis dann, tschüss. Euer Werner, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, wenn ich heute noch dazu komme, mache ich es heute noch. Ansonsten spätestens Montag kommt das Video für der dritte Teil von dem Umbau der 130er. Der wird, glaube ich, ganz interessant. Also genießt den Tag. Morgen ist wieder Woche und dann die neue Woche und dann ist natürlich auch mit der neuen Woche ist natürlich Montag und Montag, ihr wisst, die Tretmühle von vorn. Also bis dann, ciao, euer Werner, danke und wir sehen uns.